Letzten Mittwoch die Fed, viel hawkischer erwartet. Letzten Donnerstag vor allem Lagarde bei der Pressekonferenz, viel, viel hawkischer als erwartet. Und jetzt scheint auch die letzte Bastion des ultrabilligen Geldes zu fallen. Das letzte gallische Dorf, das noch Widerstand gegen Zinsanhebungen geleistet hat. Gemeint ist die Bank of Japan, die als einzige bedeutende Notenbank jenseits der People's Bank of China, also der chinesischen Notenbank, gesagt hat, nein, 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 wir machen diesen ganzen neumodischen Kram mit Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung nicht mit. Wir bleiben bei unserer Linie. Die Folge war, der Yen wurde abverkauft. Es war ein freier Fall und die Folge ist dadurch auch durch die Schwäche des Yen, dass auch in Japan die Inflation steigt und dementsprechend muss die Bank of Japan offenkundig darauf reagieren. Und wie reagiert sie? Sie hat die sogenannte Yield Curve Control verändert, indem sie das Target Band, also das, die Bandbreite, die Schwankungsbandbreite verschoben hat. Die hat ja praktisch eine Yield Curve Control, also eine Zinskurvenkontrolle. Das heißt, sie deckelt künstlich Renditen, wenn jetzt die Renditen nach oben steigen wollen, eben weil zum Beispiel die Inflation steigt, die Anleihemärkte normalerweise das mit höheren Renditen dann bepreisen, dann sagte die Bank of Japan, naja, sobald ein bestimmtes Niveau ist, erreicht es, kaufen wir Anleihen, drücken damit die Renditen wieder nach unten. Und heute hat die Bank of Japan verkündet, diese obere Grenze der Renditen bei der 10-jährigen japanischen Anleihe von 25 Basispunkte auf 50 Basispunkte anzuheben. Also ein vergleichsweise kleiner Schritt, könnte man denken, aber immerhin eine Verdoppelung. Und die Begründung ist lustig, das Funktionieren des Bondmarktes hat sich verschlechtert. Wenn das so weitergeht, könnte das negative Folgen für die Finanzkonditionen haben. Bla bla bla. Was ist mit dem Funktionieren des Bondmarktes gemeint? Die Bank of Japan besitzt bereits über die Hälfte der japanischen Staatsanleihen. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen japanischen Bondmarkt mehr, weil die Bank of Japan schlichtweg alles aufkauft, was da emittiert wird. Mithin wandert also die Staatsverschuldung direkt in die Notenbank hinein, könnte man sagen. Jedenfalls reagiert jetzt die Bank of Japan eben auf den Druck durch andere Notenbanken. Sie reagiert auf das, was ich da letzte Woche getitelt hatte, auf den hawkischen Tsunami, der vor allem durch die Fed und die EZB jetzt angeführt wird. Erinnern wir uns, November 21, Powell steuert um mit seiner Neunominierung durch Joe Biden. Inflation erstmals als Problem, dann dauert es, bis die Fed die Zinsen anhebt. Die EZB ist weit hinter der Kurve, merkt dann, oh, wir sind sehr weit hinter der Kurve, geht jetzt voll in die Bremseisen und jetzt muss selbst die Bank of Japan sich bewegen, wer hätte es gedacht? Und die Frage ist natürlich, ist das abgesprochen? Man reagiert natürlich aufeinander, man kennt sich, man weiß um die Folgewirkungen der eigenen Politik. Dementsprechend kann auch eine Bank of Japan nicht allzu lange ignorieren, was die zwei größten westlichen Notenbanken der Welt tun. Dementsprechend passiert das jetzt. Es ist ein koordinierter Meltdown, ein hawkischer Tsunami, könnte man sagen, durch die Notenbanken. Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. Da hat es ein paar Carry-Trader erwischt, also Leute, die dann zum Beispiel weitgehend unverzinsten Yen oder sich unverzinsten Yen leihen und dann das im Dollarbereich anlegen, wo ja die Verzinsung viel, viel besser ist. Hier sehen wir nochmal diese absurde Begründung, dass das Funktionieren des Bondmarktes die Ursache sei. Die Bank of Japan selbst hat den Bondmarkt in Japan kaputt gemacht. Das zeigt diese Verlogenheit letztendlich. Da wird ein Grund genannt und man ist selber Verursacher dieses Grundes und sagt jetzt, wir als Verursacher des Nichtfunktionierens werden jetzt das Ganze wieder besser funktionieren lassen, weil wir diejenigen sind, die es können. Also es ist schon wirklich absurd. Herr Kuruta, der wohl nicht mehr allzu lange ohnehin Notenbankchef bleiben wird, lacht sich wahrscheinlich ins Fäustchen. Jedenfalls hat das natürlich globale Auswirkungen. Wenn jetzt eine doch ziemlich große Notenbank die Dinge hier so ändert und die Frage, die Jim Bianco sich stellt, ja, warum passiert das eigentlich? Und hier schauen wir uns mal die Inflationsentwicklung an in Japan. 3,7% Oktober.
Wir sehen auch hier einen deutlichen Anstieg. Also man kann jetzt offenkundig diese Geldpolitik nicht unbegrenzt weitermachen, weil sonst eben diese inflationäre Situation auch aus dem Ruder läuft. Und die Folge dadurch, dass wir hier praktisch einen Anfang aus dem Ausstieg haben dieser ultralaxen Geldpolitik, ist die Yen-Stärke. Wir sehen Dollar-Yen massiv unter Druck. Wir sehen den Nikkei unter Druck, der 2,5% verliert. Banken dagegen auf der Gewinnerseite, japanische Banken, zum Beispiel Mitsubishi Bank etc. Also wir sehen, da ist durchaus etwas passiert mit weltweiten Implikationen. Wir sehen die Rendite und Verstaatsanleihen generell sind jetzt mal gestiegen heute Nacht. Wir sehen etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 3,69%. Da geht ein Strich nach oben. Die US-Futures mit einem Strich nach unten. Man sieht das als negativ, dass sozusagen hier die das letzte gallische Dorf jetzt langsam umsteuert. Und all das trifft natürlich jetzt die Märkte in einer Situation dünnster Liquidität. Erstens vor Weihnachten, zweitens, wo die Märkte irgendwie so auf diesen Fed-Pivot gepolt waren, wie dieser Esel, der praktisch hier immer dieser Karotte hinterherläuft. Cash war Trumpf eigentlich, ist ein Asset gewesen, das sich noch mit am besten gehalten hat in Relation zu anderen Assets. Wir sehen hier mal den gestrigen Verlauf an der Wall Street, Nasdaq 1,5% im Minus, bei den anderen Indizes nicht arg so schlimm, der S&P 500 0,9, Dow nur 0,5% im Minus. Wir sehen unten Consumer Discretionary, ein offensiver Sektor, Communication Services, Technology, Materials, also die Risk-On-Sektoren waren unten, Consumer Staples oben. Also wir sehen, da ist durchaus wieder so eine Risikoaversion der Fall gewesen. Hier sehen wir mal den S&P 500 auf täglicher Basis und wir sehen, boah, wir sind jetzt schon ziemlich überverkauft. Wir haben jetzt einen RSI, der schon sehr, sehr, sehr weit unten ist. Mit anderen Worten, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis wir dennoch eine Erholung an den Märkten sehen. Es ist jetzt, wenn man short ist, nicht vielleicht das allergünstigste Chance-Risiko-Verhältnis. Hier sehen wir mal den SPY, maßgebliches ETF auf den S&P 500. Sehen wir positive Divergenz im RSI, PMO, positive Divergenz. Wir wedgen jetzt so nach unten in diesem Chart von Michael Silver, figuring out the money. Also das riecht irgendwie nach einer Gegenbewegung jetzt nach oben, weil wir schlichtweg echt überverkauft sind inzwischen. Schauen wir uns mal hier den Bullish Percentage Index an, da sind wir auch sehr weit unten. Als wir hier in der Euphorie vieler nach oben gegangen sind, vor allem nach den US-Inflationszahlen, hatten wir eben eine massive Überkauftheit, negative Divergenzen, dass es gekracht hat. Ich habe mich deswegen mit vergleichsweise selbstbewusster Haltung hier hingestellt und gesagt, ich bleibe bärisch, auch wenn das immer schwer ist, wenn sozusagen die Kurse nach oben gehen und alle sagen, Fugmann, du bist der Kontraindikator, ich mache immer Gegenteil, dann ist richtig, was natürlich auch eigentlich zu 99% stimmt, aber diesmal eben nicht, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir jetzt, wir sind schon stark überverkauft, kann noch ein Stück weiter gehen, keine Frage, aber es ist jetzt im kurzen Zeitfenster, sehe ich das nicht als günstige Chance-Risiko-Verhältnis. Übergeordnet werden wir tiefere Kurse sehen, denke ich, bin ich mir relativ sicher. Aber eben ist das ja nicht eine Einbahnstraße, wo alles glatt nur in eine Richtung läuft. Hier sehen wir zum Beispiel eine positive Divergenz zwischen HYG, also Junk Bonds, und dem Spider, also dem S&P 500. Wir sehen praktisch ein tieferes Tief beim S&P 500 und ein höheres Tief bei den Junk Bonds. Die Junk Bonds gelten als smarter, dementsprechend ist das eigentlich auch ein eher bullisches Signal. Allerdings, und jetzt werden all diese Dinge, all diese Indikatoren, die ich Ihnen vorhin genannt habe, die eigentlich für eine kurzfristige Rallye sprechen, die werden natürlich konterkariert durch den besten, zuverlässigsten Kontraindikator, den Sie auf diesem Planeten finden, und das ist Jim Cramer, meine Damen und Herren. Wenn Jim Cramer sagt, jetzt ist alles bereit für die Weihnachtsrallye, dann ist diese Weihnachtsrallye tot. Also ich muss diese Parameter nochmal wirklich überprüfen, denn der Jim Cramer Indikator ist der dickste, der fetteste Indikator, den Sie finden auf dieser Welt. Hier sehen wir den S&P 500, da ging es rauf auf Future-Basis dann bis 4140. Jetzt sind wir
unter die 3800er Marke gefallen. Das war also die echte Bewegung. Das andere war diese Fat Fake Pivot Rally, wie ich sie nenne. Also permanent diese Karotte vor der Nase. Ja, die Fed wird umsteuern, die Fed wird umsteuern, die Fed wird umsteuern. Und das konnte die Fed und wollte sie nicht machen, um die Financial Conditions nicht zu lax zu machen. Hier sehen wir mal das Geschehen vor Weihnachten, in der Woche vor Weihnachten. Was passiert da eigentlich? Normalerweise recht wenig oder in vielen Jahren ganz wenig, aber 2018, bums, da ist Ebbes nach unten gegangen, weil eben damals der Pauli Jerome gesprochen hat von Bilanzreduzierung, Autopilot, Zinsen weiter anheben. Letztes Jahr, vorletztes Jahr war das sehr positiv, aber wir sehen noch nicht wirklich, dass die Dickfische verkauft haben. Wir sehen jetzt eigentlich in diesem Quartal den größten Tsunami, könnte man sagen, an geldpolitischer Straffung durch die Fed, durch die Bank of Canada, durch die Bank of England, durch die Royal Bank of Australia, jetzt selbst durch die Bank of Japan und das eben jetzt auch zu einem Zeitpunkt, wo die Liquidität wirklich sehr, sehr gering ist. Wir sehen auf der anderen Seite Stress im Bankensystem, das sogenannte Fed Discount Window, das ist so eine Art Notreserve für Banken, die vielleicht unbedingt ein paar Dollars brauchen und zwar relativ zeitig. Und hier sehen wir, das wird plötzlich in Anspruch genommen. Die Frage ist, wer ist das? Da gibt es ein paar Spezies, die offenkundig Stress haben. Manche verweisen auf die Credit Suisse, die ja schon in den Genuss kam über die Schweizer Nationalbank eines Dollar-Swaps. Also hier sehen wir, dass die Credit Default Swap-Preise, also die Kreditausfallversicherungspreise, hier für die Credit Suisse weiter nach oben gehen. Und insgesamt sehen wir eben den Margin Debt, also praktisch die Hebelung in den Depots. Die ist zurückgegangen, ja, aber sie ist nach wie vor extrem hoch. Dementsprechend wird wahrscheinlich der Tiefpunkt erst erreicht sein, wenn hier nochmal ein wirklicher Washout ist, wenn hier wirklich Enthebelung in ganz, ganz großem Maße stattfindet. Das ist bisher nicht der Fall. Was Sie hier sehen, ist die neue Twitter-Chefin, meine Damen und Herren, die heißt Ilana Musk. Elon hat ja gestern angekündigt, er tritt zurück, jetzt wird er sein weibliches Double installieren, das zumindest sagt der Wall Street Silver. Wir haben heute, wenn wir jetzt nach Europa kommen, die Erzeugerpreise bekommen, rückläufig, also wir sehen, dass zumindest im kurzen Zeitfenster der Inflationsdruck abnimmt, minus 3,9% zum Vormonat, immer noch happige 28,2% zum Vorjahresmonat, aber weniger als eben die 30,6% erwartet. Also wir sehen jetzt in dem Moment, in dem wir eigentlich sehen, dass die Inflation zurückkommt, werden die Notenbanken immer hawkischer. Man kann hinter der Kurve sein und sehr weit hinter der Kurve sein, aber richtig ist, wir haben strukturell inflationäre Zeiten, eben durch die grüne Energiewende extrem kostspielig. Wir haben eine demografische Problematik, immer weniger potenzielle Arbeitnehmer und wir haben dann eben Deglobalisierung. All das sind übergeordnete Trends. Hier sehen wir mal, wie die deutschen Erzeugerpreise jetzt in den letzten beiden Monaten doch deutlich rückläufig sind. Und wir haben natürlich auch eine Energiekrise. Jetzt der Steven Schapinski von Bloomberg sagt, also hier, das ist eine riskante Geschichte mit diesem Gaspreisdeckel, den die EU ja gestern beschlossen hat. Wenn ich dann eben hier praktisch einen Preisdeckel mache, dann muss ich irgendwie auch Nachfragedeckel machen, sonst habe ich irgendwann vielleicht ein Problem. Und wenn der Preis über den Preisdeckel handelt, dann würden diejenigen, die dieses LNG-Flüssiggas verkaufen, eben nach Asien ihre Geschichten transportieren. China öffnet wieder, da wird jetzt die Gasnachfrage deutlich steigen. Hätte man dieses Preiscap, also diese Obergrenze, im letzten Jahr gehabt, dann wären 40 Tage davon betroffen, wo eben der Preis überschritten wurde von diesem Preisdeckel, den jetzt die EU praktisch aufgelegt hat. Wir sehen hier eben Informationen als erste Empfehlung, als Artikel über diesen Gaspreisdeckel bei 180 Euro, was da genau beschlossen ist, wie die ganze Geschichte aussieht. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Japan schockte die Finanzmärkte mit Bondpolitik, völlig überraschend. Mehrere Informationen
Zu dieser Geschichte sehen Sie in diesem frischen Artikel, meine Damen und Herren, das ist die zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung nochmal Newsletter-Anmeldung. Ich finde den richtig, richtig gut, schreibt ein Kollege von mir viel besser, als ich das könnte. Ja, meine Damen und Herren, also da sehen Sie echte Qualität. Bei mir ist das ja alles so ein bisschen, naja, wissen Sie, wie es ist. Jedenfalls packe ich Ihnen den Link, wo Sie sich anmelden können, unter das Video. Es lohnt sich, das kann ich sagen, gerade wenn Sie so das Wichtigste vom Tage mal zusammengefasst haben wollen, dann sind Sie damit gut bedient. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao. Bis heute Abend zum Marktgeflüster. Servus.